Hallo, hier ist Ivan von der Tretmühle in Stuttgart und ich präsentiere euch das neue Hommage von Riso Müller für das Jahr 2025. Da gibt es eine gute, besondere Nachricht, das was viele Hersteller nicht können, ein Modell mit zwei Antriebsvarianten herstellen. Das war vor circa 8-9 Jahren bei Riso Müller auch möglich und jetzt ist es wieder möglich. So, da gucken wir uns das mal an. Ihr bekommt das Hommage mit Bosch und auch mit Pinion. Pinion ist der neue Newcomer in allen Munden momentan. Ihr bekommt hier das MGU von Pinion mit 12 Gängen. Und selbstverständlich, wenn wir schon dabei sind, wenn wir die Gänge integriert haben beim Motor, dann haben wir auch einen wartungsarmen Riemenantrieb. Also ihr braucht nie wieder Kette schmieren. Putzen ja, aber nicht schmieren. Das Pinion gibt es in zwei Versionen, bis 25 km/h und auch HS bis 45 km/h. Wir haben hier eine HS-Version, allerdings ist der Rahmen der gleiche. Zwei Farben werden angeboten. Das hier ist eher so, wie ich sagen, so dunkel, grau, blau würde ich es beschreiben. Das wäre so eine zeitlose Farbe, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass viele das bevorzugen. Und optisch muss ich sagen, das ist wahrscheinlich eine sehr schwierige Aufgabe gewesen. Steht das Fahrrad ziemlich gut da, wenn man es von der Seite sieht, sieht man, dass hier diese Linie fortgeführt wird. Und ich finde das Fahrrad formschön. Für einen Tiefeinsteiger, der vollgefährt ist, ist wirklich gut. Insgesamt ein vollgefährtes Fahrrad schön zu bauen, also hübsch zu bauen, ist keine leichte Aufgabe. Was mir auch sehr gut gefällt, hier vorne die Arbeit am Steuerrohr dieser Einheit. Man hat das Gefühl, dass es wie bei den Carbonrahmen, es ist eigentlich alles aus einem Guss. Finde ich, muss sagen, richtig gut, sehr stark. Da gucken wir uns nochmal die andere Farbe an. Die Farbe heißt Warm Silver, das ist der gleiche Rahmen, der Motor ist elektronisch geändert. Bei diesem Fahrrad ist die Unterstützung bis 25 km/h. Die 25 km/h Version hat eher ein großes Display und die 45 km/h sehen wir hier ausgestellt mit einem kleinen Display bei den Knöpfen. Und dann kommen wir zu einem alten Bekannten. Das ist der Bosch-Antrieb. Wir haben das auch beim Hommage, auch zur Auswahl da. Hier haben wir einen CX-Motor und der kann mit unterschiedlichen Naben oder Kettenschaltungen ausgestattet werden. Hier in diesem Fall mit einer Enviolo-Nabe, stufenlos schaltbar und wegen dem Riemenantrieb recht wartungsarm. Ihr könnt typisch Bosch auch mehrere Optionen auswählen. Hier ausgestellt ist auch ein Rage Extender. Wer es braucht, wer mehr Reichweite braucht, bitteschön. Wir werden die Fahrräder zu uns in den Laden reinbringen. Wenn ihr es testen wollt, ihr seid herzlich willkommen. Guten Kaffee haben wir auch. Tschüss!